Hallo und herzlich willkommen bei Daisy Epoch. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession und wie ihr seht, hat sich einiges getan. Hier sind mehrere Fahrzeuge, also vorausgesetzt natürlich, ihr habt die letzten Folgen gesehen. Einige, ja, ein bisschen abgeholzt. Tank-Ural. Ja, wir haben ein paar Zelte aufgestellt. Ich schau gerade mal rein. 39 Lumber. Waren da nicht zwei Cinderblocks drin? Irgendwo haben wir auch noch zweiten paar Cinderblocks. Hier ist auch nochmal 75 Plywood drin. Also wir haben ein bisschen vorbereitet für eine Base. Diesmal ist der Battlebird nicht da. Aus irgendeinem Grund ist er nicht erreichbar. Aber dafür ist der General dabei. Und ich möchte anmerken, dass ich in einer der letzten Aufnahmen schon mal gesagt habe, dass wir in der letzten Zeit nur zu dritt aufnehmen. Bestätigt sich auch hier wieder. Warum auch immer? Keine Ahnung. Irgendwie ist es, ja. Es ist irgendwie einfach so. Es tut uns leid, aber momentan kriegen wir es nicht gebacken, zu viert aufzunehmen. Aber irgendwann wird es schon wieder. Jo. So. Ich meine, vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht, weil, also zu viert, wir babbeln schon ein bisschen arg durcheinander. Fällt mir teilweise echt auf. Ja, nein, das stimmt. Aber ich glaube, das liegt noch an mangelnder Professionalität. Also wenn es irgendwie ein bisschen länger geht, dass wir das dann eher hinbekommen. Ja. So, ich möchte nochmal anmerken, dass wir einen Ural und dieses schöne rote Jeep-Ding durch einen unzufriedenen Spieler bekommen haben. Der hat uns die geschenkt, weil er den Server nicht mag. Durch genau dasselbe Problem, das ich ja auch momentan immer habe. Und zwar, dass man, wenn man Enter drückt oder Backspace, dass man dann rausfliegen kann. Ja, das wird irgendwie als Quick Lockout und zählt dann als Combat Lockout. Und wenn man die Tasten drückt, dann fliegt man einfach raus. Fertig. Ja. Und das ist halt ein bisschen doof, weil viele benutzen das, benutzen mit den beiden Tasten das Menü. Ja, ich habe da jetzt eher weniger das Problem, weil ich immer über Mausrad eindrücken mache. Aber es ist schon doof, wenn man dran gewöhnt ist. Ja, und ach so, ja genau. Und F9 ist übrigens auch genau mit derselben, also Quick Lockout-Funktion belegt. Ja. Was auch ziemlich blöd ist fürs Aufnehmen. Ja. Na weil gut. Genau. Das soll uns aber nicht stören. Wir haben ein bisschen ausgemistet, weil wir haben dann doch ziemlich viel Loot gehabt. Ja. So, mit welchem Fahrzeug fahren wir jetzt los? Genau, wir wollen nämlich losfahren und den ganzen Scheiß verkaufen. Ja, und wir wollten doch eine Quest machen oder so, ne? Stimmt. Eine Mission, genau. Ich kann auch mal schön zeigen, ich bin gerade so stolz auf mich. Ach, das Tankfahrzeug needs Power? Ach, man kann es als mobile Tankstelle benutzen? Ja, genau. Ja, dafür sind die Dinger da. Geil. Das heißt, am besten legen wir uns da noch einen Generator rein und Jerrycan und dann können wir das Ding immer benutzen. Fett. Ja, aber ich habe gedacht, das wäre einfach nur optisch ein Tankfahrzeug, aber Funktionalität genauso wie ein Ural. Sag mal, sind hier zufälligerweise M9 Magazine drin, die keiner braucht? probiert mal bitte, ob ihr hier rein könnt, also noch weitere zwei Leute. Ich glaube, da passen nur zwei rein. Ja, ich weiß es nämlich nicht. Geh du mal rein. Weil in die richtig großen Jeeps passen ja normalerweise immer drei ins Führerhaus. Du meinst, dass einer so in der Mitte sitzt? Nein. Ey, hier passen auch drei Leute rein, das ist kein Problem. Ja, komm, ich komm grad gar nicht rein. Dom, du kannst doch einfach auf Backseat machen. Dann weißt du, ob da Leute. Genau. Das sieht so lustig aus. So. Okay, ach, ich sitze in der Mitte. Wir nehmen sowieso den Humvee mit. Dann machen wir jetzt erst eine Mission. Und alles, was wir bei der Mission zum Verkaufen bekommen, mit in den Truck. Und dann verkaufen wir alles, was in dem Truck ist, und den Truck. Das ist eine gute Idee. Okay, los geht's. Ja, Moment. Kurze Frage. Seid ihr alle ordentlich ausgerüstet? Ja. Du hast ja ein MG mit einem Magazin dabei. Ja. Poesie, was hast du denn für eine MP5 Waffe? Mit drei Magazinen dabei, Dose. Ungeeignet. MP5. Ja, wir müssen auf möglichst große Entfernung kämpfen. Das heißt, gut, du nimmst dir am besten die DMR mit. Weil alles, was in unsere Nähe kommt, kann ich wegmachen, aber DMR ist dann schon. Wenn etwas in unsere Nähe kommt, sind wir tot. Ja, auch das stimmt. Moment, ich komm nicht. Ist es ratsam, dass wir das Silber und das Gold im Auto haben, was nicht abschließbar ist? Ja, wollen wir ja mitnehmen alles. Ich tu's mal in meinen Rucksack. Soll ich mir die MK12 nehmen? Kannst du machen. Was geht denn da, was braucht man dafür denn für eine Munition? Stunag. Haben wir Stunag? Nee, wir haben keinen Stunag. Nein, wir haben keinen Stunag. Shit. Ja, ich bleibt nichts anderes übrig als die MP5. Nein. Hier zum Beispiel liegt noch eine CZ 550 drin und im großen... Achso, scheiße, ist abgeschlossen.
Moment. DMR. Hier ist eine DMR. Ah, oh Scheiße, ich habe den wieder nicht abgeschlossen. Ach, ich Ja, nein, hast Idiot. du nicht. Alter, 4 Magazine. Nice. Ja, nimm raus. Hab ich schon. Automatisch. Ich schließe den Ural hier auch mal ab. So, unlock. Kann ich ans Gear? Ausrüstung? Ne, Nein, kann geht ich nicht. Sehr nicht. gut. Gut. Gut, dann So. fahren wir mal los, wa? Ey, könntest du mir vorher noch eine Blood Pack geben? Das kann ich machen, aber du musst das Blood Pack da. Oder warte, nee, ich hab noch eins bei mir. Ja, ich leg meins dann einfach in den Rucksack. Das kannst du ja gerade wieder rausnehmen dann. Ja, ich. Moment mal. Moment, Ich liegt's hab's bei gerade auf den dir? Boden gelegt, Entschuldigung. Ja, sieht sehr gut aus. So, ich öffne mal das Alice Pack bei dir. Ja, das müsste jetzt drin sein. Komm. Inklusive 3 leere Kanister oder sowas. Nö, bei dir ist ziemlich wenig drin. 10 OZ Copper, leerer Kanister und Silber. Aber keine Bluttransfusion. Doch, Blutkonserve. Nein. Unterm Kopper direkt. Nein, bei Bei mir mir ist da schon. nichts. Bei mir wird's nicht angezeigt. Warte. Warte, ich schmeiß dir Warte, direkt warte. in den Nein, 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 Rucksack. nein, 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 nein. Combat Pack öffnen. Da, jetzt solltest du es im Rucksack haben. Zur Zeit gibt es nur eine Mission. Das ist jetzt Dann aber schlecht. ist die weit weg? 6,6 Kilometer. Ah. Jo, wie viele Spieler sind wir? Oh, nur wir. Yay! Ja, dann geht die Mission ja auch nicht weg, oder? Nö. Ah, dann. Warte mal. Ich muss Oh, gerade essen und wer von euch trinken. Ich fährt? würde mir gern was Neues mitnehmen. Moment. Ich. Dann markiere mal die Stelle. Coke nehmen wir mal noch mit und Nudeln. Echt? Die da hinten? Ja, Alter. leider. Warte, soll ich mit dem Heli fliegen? Nee. Ich würde sagen, Erstens müssen wir das ganze Zeug in den Truck wie weit ist es stopfen. denn? Und Weil ich zweitens wollen cutten wir den es Truck einfach anschließend raus. verkaufen. Ja, stimmt. Ja, wir können es auch rauscutten, genau. Dann. Also, wir fahren jetzt einfach hin, cutten das raus und wir sehen uns dann wieder, wenn wir hingefahren sind. Also, wenn Alles wir dort klar. sind. Dann bis gleich. Jo, bis Bis gleich. später. Tschüss. Tschö. Los. So, da sind wir wieder. Spontan dazu entschlossen aufzunehmen, weil wir einen Heli gefunden haben und außerdem sind wir eh gleich da. Ja, die Frage ist, ob der Heli funktioniert. Wir haben es noch nicht nachgeprüft, aber es scheint echt ein funktionsfähiger Heli zu sein. Upsala, Entschuldigung. Du bist auch schon da. Ich habe gerade aus Versehen rübergezogen. Wow. Ihr seid so Ja. Idioten. Niemand hat etwas gesehen. Ich gucke mir den mal an, okay? Oh Mann, das wollte ich auch machen. Ja, wir gucken Kannst ihn du auch uns von mir alle aus? an. Oh, geil. Und? Oh, der hat Geschütze. Lass mich raten, er hat keinen Sprit? Kann ja nicht unser Problem sein. Warte, 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 warte. Oh, 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 Fliegst du oh. jetzt den Heli? Nein, du gehst nicht als Gunner rein. Nein, ich wollte nur wissen, ob der Ausrüstung hat. Ach so. Alles klar, er ist flugfähig. Soll ich den fliegen und ihr fahrt mit den Autos weiter? Nein, wir gehen jetzt erst zur Mission, tun uns dann den Heli ab. Warte, Ich schreibe mir dann. kurz die Koordinaten auf. Ja, ich. 79, 17. 079. Ja, ich habe mit 079 GPS, keine Sorge. 17. 017. Alles klar. Koordinate gesetzt. Moment, 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 Brumm, brumm. Moment. Da lass schnell wegfahren. Obwohl, er hat immer noch ein Heli. Verdammt. Ja, Taktik geht nicht auf. nicht wirklich. Ich Oh, hätte eigentlich jetzt. echt damit gerechnet, dass der Heli kaputt ist oder gelockt. Eigentlich hätte ich mit gelockt gerechnet und dass wir jetzt gerade in ein Lager von Hier auf jemandem freier fahren. Fläche, auf freier Fläche, genau. Auf freier Ebene eigentlich nicht. Hier spawnen Ja. die ab und zu mal. Okay. Ja, so wie unsere letzten beiden Helis. Ja. Kann Das es war nicht auch echt sein, dass geil. der genauso gut wieder despawnt? Ja. Nee, ich saß gerade drin. Ja, Also. nein, die spawnt nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel nach einem Restart. Oder wenn die Admins mal wieder nett sind. Yay! So, mal sehen, ob wir das überleben. Ich habe nämlich keinen Schimmer, was für eine Mission ist. Ich sag mal, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit überleben wir es. Gut, wir Ich sind habe also tot. generell in DayZ hier noch nie eine Mission gemacht, Mission, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die aufgebaut sind. Das stimmt sogar, weil die Geht im einzigste Grunde darum, Mission. Leute zu töten und deren Sachen zu nehmen. Ja, Warte der mal oben bitte ganz kurz. auf dem anderen Hügel das abgestürzte Flugzeug.
Nein, ich kann nicht zoomen. Ja, dann hier mal für als Zuschauer. Das ist eine abgestürzte AC-130. Geil, wo ist eine AC-130? Und da sehen wir auch schon die Gegner. Echt? Hey, ich sehe gar nichts. Ja, ich weiß. Ach, da hinten. Ganz da hinten am Horizont. Ah. Moment, ich hab Binoculars. Ja, du hast aber keinen Rangefinder, oder? Nein. Dann werde ich jetzt mal die Entfernung bestimmen. The geil. Fuck? Ihr seht was? 074. Hinten am Horizont, da wo der 096. Himmel ist direkt. Da siehst du das Wrack von einer abgestürzten Nation. Ach 30. Da, ja, Moment, ich muss es noch irgendwie da, ja. Wenn man so ein bisschen weiter links guckt, da sind ja Bäume. Das ist ja, ja so eine naja gut, ist fast keine Anhöhe, aber da vielleicht fahren wir erstmal dorthin und gucken uns von da nochmal die Situation genauer an. Jo, was haltet ihr davon? Was? Links von dem abgestürzten Flugzeug sind noch so ein paar Bäume oben. Dann werden die wahrscheinlich schon auf uns schießen. Oder ich positioniere mich hier und ihr geht dahin. Du willst von hier aus snipen? Ja. Deshalb berechne ich gerade die Entfernung. Also das mit dem von hier aus snipen würde ich lassen. Ich würde ein bisschen näher rangehen zumindest. Es sind immerhin noch 1 Kilometer fast. Ja. Auf 1 Kilometer genau snipen. Kann auch nur auf 800 Zero, verdammt. Oh. Okay. Fahren wir näher ran. Ich würde sagen, wir fahren links rum, genau wie du es gesagt hast. Okay, ich muss jetzt hier aber gerade ein bisschen langsam fahren, weil gerade der Kontrast wieder so doof war. Moment. So, ich wechsle jetzt auch mal wieder auf meine Standardmaus. Komisch. Alles nicht überladen, eigentlich geht's mir gut. Brauchst du ein Schmerzmittel oder sowas? Nö, nö, hätte ich auch alles dabei, aber danke. Alles klar. Mit Vollspeed durch die Bäume. Hat jeder genügend zu essen und zu trinken? Nicht, dass der mittendrin Blut verliert oder so? Ja, nee, ich hab's belagert. Okay, gut. Die bevor ich jetzt 3 Tage lang festhalten. Hab ich noch was gegessen und getrunken, weil es schon wieder grenzwertig war und hab mir gleich noch was Neues mitgenommen. Wo? Hat da gerade jemand geschossen? Kann gut sein, die werden sofort das Feuer auf uns eröffnen. Ich habe nichts gehört. Fahr weiter links, fahr weiter links, fahr weiter links. Noch weiter. Wo bist du eigentlich? Ich bin links. Oh, da hinten? Ja. Ja, die schießen, glaube ich, gerade auf uns. Ja, was für ein Wunder. Ja, die schießen auf uns, ja, die schießen auf uns. Die haben sogar getroffen. Ja, das stimmt. Schieß weiter links, weiter links, weiter links, weiter links. Ja, ist doch okay. Ja, schon mal super, dass sie wissen, dass wir da sind. Ja, das erleichtert die Mission ungemein. Ja, so, aber hier ist ein Hügel. So. Ich würde sagen, wir machen uns zu Fuß weiter. Ha. Nein, würde ich nicht sagen. Hörst du das? Nö. Moment, ich gehe mal kurz als Kanal. Guck mal, rein. Da vorne auf dem Hügel. Leute, wir haben ein Problem. Ah, das was ist Zombie. Da vorne? Aber hier sind auf jeden Fall gerade Schüsse vorbeigekommen. So. Sie dürfen einfach nicht auf unser Tanklaster schießen. Ja. Ich mag es nicht, wenn ich die Feinde nicht sehen kann. Wo soll ich hinfahren? Ich auch nicht. Genau deshalb hasse ich sowas hier. Ja, das ist auch absolut der dämlichste Ort, wo man so eine Mission machen kann. Also eigentlich perfekt für die Macher von Daisy. Wir könnten einfach mit dem G-Wagen reinfahren. Das könnten wir zwar tun. Ich würde eigentlich... Moment. Ich würde fast schon... Ja, warum eigentlich nicht? Ich würde darauf plädieren, dass Pulsi am besten ins MG reingeht. Ja, der kann mich zuerst sterben. Ja, nicht deshalb, weil du hast eine Snipe, aber ich weiß nicht, wie gut du damit umgehen kannst, von daher... Poesie, ich hätte auch eine FN voll für dich in meinem da Magen. Da hinten kommt was über den Horizont. Das ist ein Zombie, Entschuldigung. Ja. Ah. Das sind sogar 2. Oder wir lassen ganz einfach dieses Ding hier stehen und fahren jetzt nur noch mit dem MG weiter. Mit dem MG-Wagen. Ja, warum nicht? Ich habe auch eine FN voll für dich dabei. Was soll ich denn eher nehmen, die DMR oder die FN voll? FN voll, wenn du nicht snipen kannst. Nee, Snipe bin ich jetzt nicht so... Ich glaube, in DayZ bin ich da eher schlecht. Leute, wir sollten mal hinmachen. Die Typen haben uns schon gesehen. Nimm die FN voll, Moment. Ja, werden auch immer näher kommen. Warte. Ich beobachte gerade immer noch mal den Horizont. Ich auch, ich sitze gerade im MG. Und wir haben ein tierisches Problem. Als Passagier, okay. Wieso? Weil die Munition eindeutig weggeklitscht ist von unserem MG. Wir haben keine Munition. Nein, sie ist nicht weggeglitscht, sie ist im Lager.
Nein, ich hab die ja eingelegt, früh. Oh. Ach nein. Geil. Also schon als wir, ja, in der Trading Zone Clan waren. Egal. Moment. Du hast recht, da ist nichts drin. Warte, 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 warte. Was machst du denn? Ich? Wir stürmen die jetzt, ne? Ja. Ach so, oh, du hockst schon drin. Sie, nimm dir mal die FN Fall am besten. Hab ich schon, hab ich schon. Gut. Fünf Magazine. Die Frau hockt oben drin und ist im MG, alles klar. Ja, so muss das. Ja, natürlich. Denn als Fahrer oder Beifahrer will man sie nicht haben. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier als Mission, was uns jetzt hier als Mission erwartet. Wir müssen die Typen umnieten und uns dann deren Loot krallen. Ja. Und sie werden mit Okay. aller Macht versuchen, uns zu töten. Ich habe keinen Schimmer, wo die sind. Wie viele sind das so Die sind jetzt meistens? vermutlich genau hier hinter dem Hügel. Moment. Genau. Die sind da hinten. Stopp. Anhalten. Zurückfahren, 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 zurück. Stopp. Aussteigen. Versucht jetzt einer von euch zu snipen, oder was? Ich versuche jetzt erstmal vorzukundschaften. Soll ich hier drin sitzen Alter. bleiben? Was? Erstmal hinlaufen. Ich bin Frau, ich darf das. Nein, du sollst nicht drin sitzen bleiben. Du. Hast du das Licht angemacht? Nein. Die Reflexion von der Sonne, die so tief steht. Ach so. Du legst dich jetzt hin und machst genau das, was wir machen. Ups. Du tauchst hier vor. Ich gehe mal in die First Person. Das mache ich leider auch gerade, zu meiner Scham. So, die sind alle hinter der AC-130, soweit ich das gesehen habe. Ja. Okay. Steht lediglich ein Zombie davor. Ich sag Bescheid, wenn ich tot bin. Da hinten läuft was. Ja, das ist noch ein Zombie. Okay, da glitscht einer rum. Warum kann ich verdammt nochmal nicht zielen? Ich habe irgendein ziemliches Problem. Hast du, brauchst du ein Schmerzmittel vielleicht? Ja, ich habe jetzt mal alles eingeworfen, was ich hatte. Da stehen auf jeden Fall mehrere Fahrzeuge. Ja, Geht doch da in wieder. der Nähe der Fahrzeuge sind die Typen. Soll ich jetzt schon mal schießen? Warte mal, Moment Nee, mal. nee, 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 warte, warte, warte. Ja, das ist ein Baum. Die sind Ich alle versuch. hinter der AC-130, wie gesagt. Die sind nicht bei den Fahrzeugen. Ich versuch mal näher ranzukommen. Glaub mir, geh nicht in die Hocke. Damit habe ich schlechte Erfahrungen. Ich Ja, stand mal auf dem was. Krankenhaus. Die ganze Zeit habe ich irgendwie so mal kurz einen Streichschuss gehört. Das war Okay. Overwatch. Die sind Das. alle hinter dem Hügel. Ja, das war trotzdem. Ja, das war Overwatch trotzdem. Ja, gut, das war Overwatch. Oh ja. Da. Was? Was? Die sind auf 100, 340 Grad. Ich habe keinen 330 bis Kompass. 350. Ja, gut. Also vom linken Flügel, vom Flügel der AC-130 weiter nach rechts. Immer. Nach rechts. Ja. What? Vom Okay. linken Flügel aus weiter nach rechts. Nee, nee, prinzipiell vom Flügel, den du siehst. Da glitscht auch einer drin rum in dem Flügel. Hä? Ach, der Flügel, der so Richtung Boden hängt. Genau. Ich glaube, wir können näher ran. Können? Ja. Können Sollten. ja. Können geht immer. Meistens. Die So, an sind den alle hinter dem Autos. Hügel. Die können halt sofort hochkommen und uns abknallen. Da hinten hängt einer in einem Baum oder Nee, sowas, in ne? dem Flügel. Da steht ein Motorrad. Ja, ich weiß. Soll ich den jetzt schon abknallen? Versuch's mal. Probier's mal, ja. Ja, probieren. Soll ich oder soll ich nicht? Ja. Ach. Oh, schönes Ding. Ja, das war kein schwerer Schuss. Ja. Der Rest wird jetzt schwer, Ja, der Rest wird weil. schwer. Wo sind die denn? Ich sehe keinen einzigen von Motherfuck. denen. Oh Gott, Zombies. Ja, das wird ja super. Soll ich? Nein. Ja, mach mit einer Nein! leisen, mit einer Alter! SD. Ich hab getroffen. Ja, ich Zombie, weiß, ich Zombie, stand hier nur schon mit Zombie, meiner Zombie, schallgedämpften Zombie, Pistole. Zombie, Und Zombie. eure Waffe zieht ja ganz Zombie! dezent mehrere an. Ah. Ich dachte, dass jetzt irgendeiner mit einer SD mal schießt. Ich hab keine schallgedämpfte Waffe. Ja, ich dachte mal nur so. Vielleicht könnte jetzt einer die Muße haben zu schießen, bevor ich mit dem MG drauf schieße. Ich spreche Ich kann damit nicht, jemand ganz Bestimmten wenn du an. so rumrennst, dann Oh, ich streife sie jetzt einfach an dir ab, fertig.
Du bist so ein Wichser, ne? Ich bin der neue Scharfschütze. What the? Du geschossen? Ja. Nein. Ja, der Streifschuss. Hat schon fast in die So. Hosen geschissen. God damn. Ja, gut, dass wir alle nicht auf die NPCs achten. Ja. Doch, ich guck immer wieder drauf. Super. So. Da hinten ist ein Warzenschwein. Ich erschieß mal kurz, ne? Nein. Was? Bist du des Wahnsinns? Du kannst den Zombie erschießen. Da hinten läuft einer. Da hinten läuft einer. Wo? Ich sehe gar nichts. Ja, Du ich musst habe ihn auch mal in die gesehen, Hocke gehen. aber der wird mich sofort abknallen. Soll ich Oh, versuchen? wir haben hier keinerlei Deckung. Wir sind auf offenem Feld, Zombie Leute. Da kommt, kommt. Zombie Der kommt. Zombie ist gepult. Um den Zombie mache ich mir gerade weniger Sorgen. SD, Mann, ich würde. Ah. Wir haben keinen SD, Mann. Doch, Ich wir behalte haben meinen einen Snipe SD, gerade in der Mann. Hand. Oh shit, oh shit, oh shit. Wir brauchen Deckung, Leute. Ja. Wow, 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 wer schießt? Wer schießt? Die NPCs. Ja, gut. Tschüss. Könnte. Ach, naja. Wir haben einen neuen Freund übrigens. Ich kann mal fragen, ob er als Gunner in unser MG rein will. Okay, mach mal. Ja. Alter, wollt ihr mich verarschen? Hey, yo, 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 yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, hey, hey. SD, SD, SD. Alter, ich bin der verkackte Sniper. Ich wollte mich doch echt verarschen, wa? Was kann ich dafür? Ich habe eine Schallgedämpfte, aber irgendwie ist die Munition nicht mehr da dafür. Werde den so nicht treffen übrigens. Wie dann? Jawohl. So. Was haben wir? Wir Wo haben sind die Typen eins. denn? Komm hierher, dann siehst du sie. Die sind nicht beim Flugzeug, oder wie? Eins, Nein, zwei, die sind drei. Das sind unterhalb. alles Sturmgewehre. Der könnte eine Snipe haben. Der hat Sturmgewehr mit Es sind Snipe-Visier. vier. Es sind Der hat eine vier. Snipe. Den muss ich zuerst ausschalten. Es sind nicht vier. Doch, es sind vier. Nein, es sind vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. Ja, durch den Baum sehe ich die anderen nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 auf dem Fleck. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 12. 20. Von links nach rechts. Sag mal, was heißt Guck mal eigentlich? nach rechts an die Bäume. Du Scheiße, die kriegen wir doch nie. What the fuck? So, wie viel Schuss habe ich? Gut. Alter, da werden ja sogar Dann. meine Schuss knapp. Ah, ne. Fangen wir an mit der Party. Wollen wir Warte, es warte, warte. nicht. Moment, Moment. Wollen wir nicht Ich hab. vorher noch einen Cut machen? Ja, wir machen vorher einen kleinen Cut und das seht ihr alles in einer anderen Folge. Alles klar. Dann bis Das ist gleich. jetzt zwar der richtig Tschüss. beschissene Cliffhanger, aber Ach wir nehmen Gott. schon Scheiß eine drauf. ganze Weile auf. Wir sind sowieso nächste Folge tot. Ja, eben. Wahrscheinlich. Na Also dann. bis gleich. Jo, Tschüss. tschüss. Tschüss.